was mich begeistert bei euch, ist halt, man kann für sich besondere Dinge einfach rausziehen und das umsetzen. Ja, egal, ob das jetzt eine Agentur ist, ob das Mindset-mäßig ist, ob das jetzt allgemein für Social Media ist, aber ihr habt für jeden was dabei und das ist das Faszinierende. Ja, herzlich willkommen zu einem brandneuen Interview hier mit dem lieben Ilja Fribus. So, für mich ein ganz besonderer Moment, denn der Ilja und ich, wir haben uns bestimmt ein halbes Jahr oder auch länger nicht mehr gesehen. Das letzte Mal in einem Live-Call bei uns in der Social Media Agentur Academy und vor ein paar Tagen hat der gute Sebastian, unser VIP-Support, mir gesagt, hey, der Ilja, der hat die 10.000 Euro Umsatzmarke geknackt, bei ihm läuft's, bei ihm rennt's und deshalb führen wir jetzt dieses Interview, um einmal ja, mit dem Ilja zu quatschen, zu schauen, was sich bei ihm in der Zeit getan hat. Deshalb hier an der Stelle gleich schon mal die erste offene Frage, Ilja. Was ist bei dir passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, warst du festangestellt, hast gearbeitet, ganz normal, hast nebenbei deine Agentur aufgebaut, hast deine ersten ein, zwei Kunden gehabt, für die du ein bisschen was gemacht hast. Warst noch in Anführungszeichen relativ am Anfang, obwohl du schon vorher natürlich viel Know-how über andere Kurse und Programme aufgesaugt hast. Was hat sich seitdem bei dir getan? Ja, also es hat sich alles ins Positive gewechselt. Ich war auch mal in einem Gespräch mit dem Patrick damals, wo ich alles hinschmeißen wollte. Also es war richtig hart, sage ich mal. Und der Patrick hat mir damals gesagt, also zieh durch, hat mir ein paar Tipps gegeben, die ich dann dementsprechend umgesetzt habe. Und bin dann auch, sage ich mal, mehr in den Untergrund abgetaucht, habe ein paar Sachen ausprobiert, also die in der Akademie gezeigt worden sind, mit Seitenaufbau, mit Funnelaufbau, habe das dementsprechend für mich selber genutzt. Das heißt also, ich habe ja davor ein Gewerbe gehabt, was ich dann gemacht habe, weil ich wollte mich halt für Immobilien und Finanzen spezialisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, du hast ja diese ganzen Scheine, warum nutzt du das nicht für sich selbst? Ja, und im Endeffekt habe ich mir das Ganze so aufgebaut, dass ich euren Rat gefolgt bin, trete mehr in Social Media auf, habe mehrere Kanäle, habe mir dadurch eine Zielgruppe aufgebaut, die sehr gut ankommt. Also das sind meistens Leute, die jetzt im Ingenieurbereich sind, ja, also aus unterschiedlichen Feldern. Aber es ist die Zielgruppe, die, sage ich mal, meine Art und Weise anspricht. Ja? Und dementsprechend baut sich das Rad mehr und mehr, so wie ein Schneeball. Ja? Und dementsprechend kommen auch immer wieder die Kunden rein, ja? Durch Social Media, durch Funnels und es läuft. Cool. Was bietest du konkret an gerade? Also aktuell biete ich Finanzierung an und Kapitalanlagen. Was ich jetzt weiter aufbaue, ist halt dadurch, dass ich jetzt mit Kapitalanlagen arbeite, habe ich sehr viele Kunden, die eigene Immobilien besitzen. Das heißt also, ich verbreite jetzt mein Angebot insofern, dass ich auch die Immobilien haben, die sie jetzt abtreten möchten. Dementsprechend gebe ich da die Möglichkeit zu sagen, okay, pass mal auf, du möchtest ja bei mir Kapitalanlage bewerben, hast noch zum Beispiel Altbestand, was ich für dich veräußern kann und dementsprechend baut sich das mehr und mehr auf. Das heißt, du bist im Prinzip, hast du gesagt, okay, ich zeige nicht anderen, wie es geht oder funktioniert, sondern hast dein Know-how als Immobilienmakler mit den ganzen Scheinen, die du gemacht hast, genommen und hast gesagt, gut, ich helfe mir selbst in dem Geschäft, was ja auch ein sehr wachsendes, sehr florierendes, auch sehr margenträchtiges Geschäft ist. Definitiv, also da muss ich aber ein bisschen abneigen, weil ich mache das auch nebenbei, also für auch andere Vertriebspartner von mir. Das heißt also, ich zeige ihnen die Möglichkeiten, wie man durch Social Media dann vorankommt, wie sie einen Brand machen, was sind, sage ich mal, die Werkzeuge dafür, was müssen die machen, wie die das machen können. Das heißt also, ich mache das auch mit meinem Partner, sodass die dann auch vorankommen. Ja, nichts jetzt im geschäftlichen Sinne, aber für mein Team, damit die auch vorwärts kommen. Also wie gesagt, also ich nutze das Wissen von euch, ja, und gebe das halt weiter, weil das meine Partner sind. Das ist richtig cool. Das heißt, du hast dir
ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut, auch von Vertriebspartnern, die jetzt auch Immobilien als Kapitalanlagen mitvermarkten. Finanzierung ist da mit dabei und natürlich eigentlich eins der geilsten Sachen, wenn der Kunde sagt, ich habe eine eigene Immobilie noch, veräußere die für mich, da nochmal Courtage zu verdienen. Das ist cool. Das macht richtig Laune. Wo war für dich so der Knackpunkt, zeitlicher Rahmen, Monat vielleicht, wo dieser Schalter bei dir losgegangen ist und du gesagt hast, das machst du jetzt? Und was hast du dann in der Zeit gemacht, bis du dann zu deinen ersten Kunden, ersten Provisionen, ersten Verdiensten gekommen bist? Also was ich bei mir gemerkt habe, dass bei mir sehr viel mit Mindset abhängig war. Ja, dadurch habe ich mich dann wirklich, also ich kann es auch nicht erklären, aber irgendwann kam der Knickpunkt, sage ich mal, wo der gesagt, also so eine innere Stimme, sage ich jetzt mal, gesagt hat, was hast du zu verlieren? Setz das einfach um. Ja, mach das, was dir beigebracht worden ist. Und ich, also, wo ich nicht mehr daran gedacht habe, was die anderen über mich denken oder was wird da jetzt passieren, also wo ich einfach nur durchgezogen habe, dann kam eigentlich, sage ich mal, der aktuelle Durchbruch. Und was ich natürlich auch sehr wertschätze, wir haben ja auch den Daniel Pickschardt, na, also die ganzen Möglichkeiten, was er anbietet im Verkauf, also im Selling-Bereich, also das hat mich auch motiviert. Da konnte ich mir auch was rausziehen. Und wie gesagt, also das, was mich begeistert bei euch, ist halt, man kann für sich besondere Dinge einfach rausziehen und das umsetzen. Ja, egal, ob das jetzt eine Agentur ist, ob das Mindset-mäßig ist, ob das jetzt allgemein für Social Media ist, aber ihr habt für jeden was dabei und das ist das Faszinierende. Richtig cool, das freut mich. Das heißt, hast du deinen Job an den Nagel gehangen jetzt oder Also bist du ich noch bin da? komplett selbstständig, also ist jetzt gar nichts mit Arbeiten für jemanden, sondern Arbeiten für sich. Okay, was hat sich da bei dir verändert, auch privat einfach, ne? Davor, warst du vorher schon mal jemals so komplett frei? Nein, also ich hatte ein Nebengewerbe gehabt, ja, aber wie gesagt, also da hängte ich immer noch, weil ich brauchte diese Sicherheit für Einkommen, was jeden Monat ankommt, ne, und das andere war halt nebenbei als Boni zusätzlich. Mittlerweile ist das so, ich sag mal so, die ersten paar Monate waren schon ein bisschen schwierig. Es kam Einnahmen ein, aber nicht so, wo ich gesagt habe, du, pass mal auf, jetzt hast du es geschafft. Mittlerweile kann ich mir die Zeit selber einplanen und ich weiß, dass da jetzt mehr und mehr Nachfragen kommen. Ich werde immer aktueller und die Leute kommen auf mich zu. Und das ist schon faszinierender, weil du weißt, du bist jetzt nicht irgendwie zeitlich abhängig, sondern du kannst deine Zeit wirklich selber für dich planen. Ja, du hast doch vorher bei Airbus gearbeitet, Genau. oder? Bei Airbus, was hast du da gemacht? Ich war in der Qualitätsmanagement, habe die Systeme überprüft im Cargo-Bereich. Das heißt, also Flugzeug besteht ja aus mehreren Teilen. Die Systeme werden eingebaut und dann habe ich überprüft, ob die ordnungsgemäß eingebaut worden sind. Cool. Und ich kann mich erinnern, wie du dann abends, ich glaube, häufig in der Küche mit dem Laptop in den Live-Calls da saßt und du warst fleißig, du hast deine Fragen gestellt und so weiter. Und man hat aber auch gemerkt, wie geschafft du warst und du hast auch angesprochen, dass das Mindset für dich ein Thema ist. Und wenn ich dich jetzt gerade hier im Call sehe, du siehst gut aus, siehst frisch aus, voller Energie, glücklich, happy. Und da merkt man richtig diese Entwicklung. So wie du es auch beschreibst, dass du als Experte jetzt wahrgenommen wirst, na, dass Leute gerne zu dir kommen, gerne nach deinem Rat fragen und dass du auch einen großen Mehrwert fürs Leben von vielen Menschen bringen kannst. Und das ist eine schöne Entwicklung da zu sehen. Du hast ja auch Familie, oder? Ja, genau. Ich habe eine Frau, kleine Tochter, die ist jetzt dieses Jahr in erste Klasse gegangen, also wurde Cool. eingeschult. Das ist alles schön. Das ist cool. Und wie hat sich das also privat dann für dich verändert, als du gesagt hast, gut, jetzt bin ich Vollzeit selbstständig, hast du gemerkt, dass du mehr Kopf, mehr Zeit für die Family hast, mehr Spaß dabei oder was waren da so die Ja, Veränderungen? definitiv. Das Geniale dabei ist, ich konnte auch, sage ich mal, meine Frau damit anstecken, weil sie hat sich mehr oder weniger mit Social Media so ein bisschen erkundigt, hat was reingeguckt. Aber dadurch, dass ich diese SMAA gemacht habe, hat sie für sich halt einen neuen Berufsweg eingeschlagen. Sie macht jetzt E-Commerce.
Cool. Und das Geniale dabei ist, ich kann dir sogar was erklären, ja, also wie man es schaltet, wie man die Seite aufbaut, ne? Und das ist schon, sage ich mal, nicht ohne, ja. Cool. Das ist richtig schön, das freut mich. Was hast du jetzt für Ziele noch für dieses Jahr oder für nächstes Jahr dir gesteckt? Also dieses Jahr müsste ich noch 4 Immobilien verkaufen. Dann habe ich das, was ich mir als Ziel vorgenommen habe, schon mal durch. Ja, aber so wie es aussieht, werden es nicht 4, sondern 6. Aber wie gesagt, also das werde ich dann erkundigen, wenn es soweit ist. Aber 4 werden es definitiv. Und fürs nächste Jahr ist mein Plan, auf 200 hochzugehen. 200 Immobilien selber zu verkaufen oder mit Nicht dem Ziel? 200 Immobilien, also auf 200 000. 200.000 Euro Provision dann, die du verdienst, beziehungsweise Einnahmen. Richtig cool. Ja, das macht dann auf jeden Fall schon gut was her. Hast du selber auch ein Eigenheim? Ja, habe ich. Also ich habe in Hannover eine Immobilie, das ist ein Reihenhaus. Ich wohnte da bis 2017. Aktuell ist das vermietet. Damals wurde die Immobilie für 158.000 gekauft mit einem Stellplatz. Mittlerweile, wenn ich das verkaufen würde, Kostenpunkt 440, 430.000. Ja, crazy, was im Immobilienmarkt gerade gilt. Das heißt, du baust dir auch dein eigenes Portfolio weiter auf? Ja, natürlich, definitiv. Richtig cool. Das freut mich mega für dich. Das ist eine geniale Geschichte. Und fokussierst du dich, also du hast vorhin erzählt, du hast Vertriebspartner aufgebaut. Bist du selber in dem Vertrieb drinne als Ich bin jetzt in Vertriebspartner? einem Vertrieb drin, also die bauen selber, die machen auch dementsprechend eine Vermögen, also Verwaltung für die Sonderverwaltung und normale Verwaltung, also für die Gebäude. Und zusätzlich, wie gesagt, mache ich noch die Verkaufsgeschäfte für Kunden oder halt auch durch Suchaufträge, wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde ein Stück sucht oder sonst irgendwas. Also das wird immer mehr und mehr aufgebreitet. Geil, das ist richtig cool, das freut mich. Ilja, wenn wir jetzt jemanden hier haben, der Lust hat, eine Immobilie zu verkaufen oder zu kaufen, wo dürfen die dich denn am besten kontaktieren? Sehr gerne in Facebook oder über euch, zusätzlich über Instagram. Instagram habe ich 2 Accounts. Der eine, der private, wird mehr genutzt als der geschäftliche, weil ich einfacher dazu kontaktieren will. Ja. Okay, dann bin Aber ich. wie gesagt, also nächstes Jahr plane ich, dass ich jemanden einstelle, die jetzt Social Media Bereich übernehmen, weil ehrlich gesagt, also man kommt seltener dazu. Deshalb benutze ich mehr den privaten. Okay, cool. Dann werde ich dich da auf jeden Fall verlinken, dass sich jemand bei dir melden kann, wenn er möchte. Ilja, es hat mich riesig gefreut, dass du hier bist, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Erfolg weiterhin für die Zukunft und danke dir vielmals fürs Teilen Danke deines. euch, Jungs. Also auf jeden Fall, es hat mich gefreut. Danke, dass ihr uns ständig motiviert, dass ihr immer mit neuen Ideen kommt, an die Mitglieder oder an die Leute, die jetzt bei Social Media Agentur drin sind, wünsche ich jedem, dass er seinen Durchbruch erzielt, dass sie definitiv am Ball bleiben und macht das, was die Jungs sagen. Also es hat Hand und Fuß. Danke dir. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.